Hallo und herzlich willkommen zu Firewatch, meine lieben Freunde. Ich habe damals ja schon mal angespielt und da gab es aber, ich kann es euch mal hier in den Einstellungen zeigen. Schwupp, da gab es hier Sprache der Untertitel, wenn man da gewählt hat, nur Englisch und Russisch. Die waren ja nicht dabei, also das einfache Chinesisch, Spanisch, Deutsch und Französisch. Ich habe da mal Deutsch ausgewählt. Und das sind auch gleich die Untertitel mit an. Habe ich hier mit anzeigen. Habe ich einen Haken reingemacht. Ich spiele mit folgenden Einstellungen. Grafik auf zack, 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 zack. 1080p. Vollbild habe ich nicht drin. Spiel im Fenstermodus. Dass es auch hier mein Aufnahmeprogramm erkennt. Und die Steuerung habe ich so gelassen, wie es möglich ist. Ich spiele mit Tastatur und Maus und ich gehe zurück und wir starten ein neues Spiel. Wie man sieht, habe ich am 14.02. das letzte Mal gespielt. Ich glaube, das neues Spiel, ich tue das mal entfernen. Ja. Und das auch entfernen. Ja. Da ist das frei, nehmen wir Platz 1 für unser neues Spiel. Und das Let's Play. Es lädt. Ein bisschen mal hier Sachen zurechtlegen. In Zusammenarbeit mit Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Achso, nur draufklicken. Okay. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels einen trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Und sagst zu ihr, oder? Also, was ist dein Hauptfach? Oder du? Du siehst gut aus. Klappe mal das. Du siehst gut aus, antwortet sie beeindruckt, ne, unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt? Du konntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner ran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Seht ihr mal, so schnell kann es gehen. Oh, ihr im Fahrstuhl. Rucksack nehmen. Rausgehen jetzt. Da können wir auch gleich mal gucken, bevor wir in den Wagen steigen, ob sich hier irgendwas verändert hat. Mir hat nämlich mal damals jemand geschrieben, hier ist irgendwas versteckt, was man auch mitnehmen kann. Aber ich war mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Hier dahinter irgendwie so Easter Egg oder irgendwas. Oder hier oben. Aber wir waren nur das Tageslicht. Genau. Sieht man eben nur, wie hell das ist. Kann man hier irgendwas lesen? Ne, das kann man nur von draußen lesen. Beine haben wir schon mal. Ich glaube, die hatten wir das letzte Mal noch nicht. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Es ist wie gesagt schon eine Weile her, wie ihr gerade gelesen habt. 14. Februar.
So, ladefreche Rucksack in den Laden. Hauen wir den mal ja drauf. Zack. Und klappen nach oben. Und jetzt geht's weiter. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütigen blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte sie nichts zustoßen. Es ist ein imposantes Tier. Ich glaube, ich nehme mal den Schäferhund Mayhem. Mayhem ist ein großartiger Hund. Er tollt gerne mit dir im Park herum und begleitet Julia beim Joggen. Er ist zu groß, um ihn mit in die Universität zu nehmen, aber Julia liebt ihn dennoch. Mayhem ist ein Freund, ein Kind und ein Haustier in einem. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen? Ein paar kleine Dummköpfe? Das wäre schön. Eines Tages, wozu die Eile? Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das finde ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Jetzt sind wir hier in den Wald gefahren. Gucken wir uns hier nochmal um. Schön grün alles hier. Machen wir mal Follow. Zack. Und hier ist eine Karte. Von den Two Forks, genau. So hieß der Park. Two Forks. Und hier stehen ein paar Schilder. Do not here forget to check in. No fireworks. You're in their country. Learn to live with bears. Warning. Thoroughfare trail is not recommended for inexperienced hikers. Okay. Sehr gut. Hier steht wahrscheinlich Spendenbox für den Nationalpark wahrscheinlich. Hier ist noch alles schön grün. Hier ein Stein. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. 1980 ist das. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du bist sauer oder du ignorierst sie? Was kann man da nehmen? Wenn wir uns streiten, dann wäre ich ja ein bisschen sauer wahrscheinlich. Du bezeichnest sie als rücksichtslos. Eieieiei. Leck mich doch, Brötzi. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. Schade.
1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Wahrscheinlich tut sie Biologie studieren, irgendwie auf der Universität. Kann ja gut sein. Sie zeichnet alle Orte an. Nee, sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man, oder? Du tänzelst herum wie ein Victoria-Sittrick-Model. Ich glaube, das ist eher passend. Du siehst toll aus. Oh. Zack. Oh, die Sonne scheint. Hier ist ein Stachelbaum. Warum so gerne Bilder von Landschaften? Irgendwie, das ist so. Ist so was Schönes. Das schaut auch super aus. Zack, gleich mal noch ein Foto gemacht hier. Feuerwehrturm Two Forks, noch 13 Kilometer. 13 Kilometer. So, die Leertaste können wir ja drüber springen. Zack. Ah ja. Oh, rechtzeitig habe ich das hinbekommen. An Sommerabenden geht ihr ja gerne mit Mame spazieren. 1982. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer an auszurauben. Eieiei. Mame läuft weg. May, Ma, Fa, verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du hackst ihn davon und du polierst ihm die Fresse. Anständig, wir jagen ihn davon. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst, ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen dreien Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Ihr möchtest auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. Und jetzt Mayhem überhaupt mitgefunden? 1984. Eure Arbeit kommt den Nachwuchsplanungen in Quere. Julia will einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du beredest sie, das Angebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Vielleicht auch besser für sie. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Okay. So leichten Alzheimer, oder? Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden, oder? Ihr macht Macaroni und versucht, es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Ich glaube, das ist dann eher passender. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst niemanden davon zu erzählen. Na, jetzt sind wir hier. Wir sitzen, glaube ich, da. Wir können, glaube ich, nichts anderes nehmen als dieses Tagebuch. Und es ist schön hier. Dann nehmen wir es doch mal.
He-Man. Mame wird langsam alt. Er bekommt graue Haare auf dem Rücken und tollt auf euren abendlichen Spaziergängen nicht mehr herum. Ihr geht mit ihm zur Bar, um Freunde zu treffen. Es kommt euch so vor, als hätte sich nichts geändert. Julia kehrt zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Pfarrer steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert. Sie fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. Nineteen 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Oder du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Ich glaube, da ist das wahrscheinlich besser, ne? Jetzt sind wir hier im Wald. Also ich kann mir ja weiter zurücklaufen. Ob hier ist dann auch Schluss? Ja, kann man nicht hoch. Ein wunderschöner Wald. Steine, schöne Birken, große Birken. Kann man hier überhaupt runterfallen? Am Anfang wahrscheinlich noch nicht wirklich. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen. Sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür, oder du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Ich glaube, das ist dann besser. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. Okay.
1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über eine Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern leben den nächsten Fluch von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du wirst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Betritt den Feuerwachturm. R-Taste, drücke überspringen. Okay. Ne. Schöner Mond. Laufen wir erstmal hier hoch. Da ist eine Lampe. Gucken erstmal hier. Alles verbarrikadiert. Ich glaube, bis hierhin sind wir auch schon gekommen. Da hinten, was war Zoom? Ich habe mir das kurz aufgeschrieben hier. Zoomen mit R, mit rechter Maustaste. Zack. Feuerwachturm, Torofair. Ist der Mond? Und hier drüben ist da irgendwas? Nein, ne? Ich öffne. Schalte den Strom ein. Zack. Weiß nicht, haben wir das letztens. Okay, ihr müsst jetzt mitlesen. Ich lese auch mit. Ne? Also die Dialoge sind auf Englisch und Untertitel. Die sind auf Deutsch. Gehen ein bisschen schnell. Aber ich kann das schon. Linke Umschalttaste halten, Funkgerät aktivieren. Antworten auswählen. Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Achso, du hast 3 Ehemeyer gebannt, du rebellierst gegen deine Mutter. You're just gonna wait me out on this? Hoppla. Fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Firewatch. Tag 1, meine lieben Freunde. Hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Antworte. Den Funkraster erstmal nehmen. Zack. Linke Umschalttaste. Genau. Hey, sorry. Guess I slept in.
You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's 14 Stunden. 6:45. Whoops. Hola. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. Okay, ja, klar. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Mhm. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Wo? Warte mal. I need you to confirm. Do you see them? Wo? Seriously, are you seeing this? Henry? Ich sehe es nicht. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Da. N? Wegstecken? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Nope. Soll ich die Fäuste einsetzen? Kann ich den Strafzettel... Do you think you can handle that? Sorry. Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just... Make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Okay. Secure. Shut up. Sehr schön. Hier ist ein Ofen. Gusseisenpfanne. Ich könnte mal gerade irgendwas machen. Kaffeekanne nehmen. Spielmittel. Kochbuch. Spielmittel hier. What the fuck? Hey. Okay, wir gehen da mal los. Funkgerät haben wir dabei, okay. Zack. Haben wir das Licht noch an? Ne, haben wir nicht. Okay, hier geht's lang. Zack. So, wir müssen jetzt mal schauen. M, Karte lesen. M. Wo sind wir? Da sind wir jetzt gerade. Wir gucken in die Richtung. Und das Feuerwerk ist da. Was steht hier? Joyson Lake. Und der Joyson Lake ist wo? Thunder Canyon, Joyson Lake. Da müssen wir, glaube ich, hin. Und da müssen wir uns umdrehen. Oder? Also, Joyson Lake geht es auf jeden Fall hier lang.
Und wir brauchen den Cache 306, der da in der Mitte ist. Weil ich hier oben, Versorgungskiste 306, und das ist der Cache. Den holen wir jetzt schnell. Die erste Folge ist jetzt noch ein bisschen länger, sonst ist jeder Tag eine Folge. So, da springen mit Leertaste. Muss ich da das wegstecken mit M? Leertaste, ja. Jetzt kann ich es wieder nehmen. Dann muss ich wahrscheinlich auch schnell werden können. Mal hier ein bisschen die Umgebung erkunden. Ja, anscheinend ist das diese Kiste, weil wir sind schon fast da. Öffnen mit der. Ach ja. Mach so. 1, 2, 3, 4. Zack. Karte Information abschreiben. Karte aktualisiert. Was haben wir hier noch? Ein Seil. Können wir nicht ins Feuerwerk? Okay. Dann einen Müsli-Riegel. Fallen lassen, untersuchen. Essen mit E. Kiefernzappen nehmen. Untersuchen. Fallen lassen. Ah, habe ich gerade gedacht, ja. Nachricht nehmen. Notiz lesen mit Q. Also, Hi One, der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt im Park. Aber wir sollten uns volllaufen lassen, wenn ich da bin, Dave. Ist ja cool. Nachricht fallen lassen, untersuchen. Lesen mit Q und aufbewahren mit E. Gut. Mal zu hier. Kann ich das dann. Genau. Super. Na, dann mit Karte hier. Schnell drauf gucken. Aha. Ich glaube, wir müssen dann da so runter gehen. Einfach geradeaus. Und das Feuerwerk immer näher, ja? Langsam schnell laufen mit R. Gehen wir hier runter. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh. Leertaste. Feuerwerk, das darf nicht gestattet werden. Seilhaken. Abhang, sehr steil. Das ist ein altes Seil. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das reißen wird. Bin mir aber nicht sicher. Autsch. Das Funkgerät wieder, den Rucksack noch auf. Kletterunfall melden. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Aber rennen kann ich noch. Wir müssen schnell dorthin und das verhindern.
Ah, die Sonne geht schon langsam unter. Aber es sieht doch einfach wahrhaftig schön aus, oder? Wiese melden. Okay, ich kann eine Wiese, oder? Ein perfekter Ort zum Campen. Die Felsen hier sind beeindruckend. Wo soll ich suchen? It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. Auf jeden I haven't been Fall. down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. So. Oh. Hier sind Bierdosen. Aufräumen mit E. Ja, da ist noch eine. So. Hier mit E. Zack. 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 Noch mehr Bierdosen. Zack, zack, zack. Wo ist das hier? Auch eine Bierdose. Okay. Rucksäcke. Kann ich They melden? left their packs tied up here. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Okay, hier ist ein Feuer. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Lagerfeuer austreten. Natürlich doch. Oh Whisky. shit, ferret or Irish. Single Malt Whisky. Huhu. E? Dann hier eine Bierdose, die können wir noch verwerten. Und Feuerwerk. Verwerten wir auch. Hier sind noch ein paar Bierdosen. Die müssen wir natürlich auch alle mitnehmen. Weil die Brand verursachen könnten. So, die Musik wird lauter, wird wahrscheinlich hier sein. Ein Bär. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Oh, es wird immer lauter. Oh. So. gefunden. Found them in the lake, naked. Skinny dipping. Yeah. Enjoy dealing with that. Teenager, sie sind betrunken, okay. Können wir das ins Wasser werfen? Wir sind erfolgreich geworden. Wir haben sie verjagt. Hey, that go okay? Alles gut. Ja, I might have got a little hot. Können ruhig ein What's bisschen. a little hot? Some of their personal property took a swim? Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with him, though. Seriously. No problem. So,
Ist kein Problem. Wir gehen jetzt wieder zurück hier. Es wird schon bald Nacht werden. Und wir sind hier jetzt da. Im Thunder Canyon, also im Gewittertal. Über den Cache 303. Da ist eine Cave. Und da müssten wir irgendwie wieder über diesen Weg dort, über der Cave, zum Two Forks Lookout kommen. Eigentlich nur hier folgen. Zack, zack, zack. Jetzt ein bisschen klettern. Opa, zack, zack. Und jetzt hier hoch. Müssen wir ja gleich da sein. Müsste ja nicht so lange dauern. Aber es geht natürlich schneller, wenn wir etwas schneller laufen. Zack. Und zack. Ich nehme mal an, hier geht's hoch. Oh, so, außenrum. Zack, zack, zack. So, I have a bit of a confession to make. Oh, sie müssen mir das gestehen. Was denn? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Willkommen zu meinem Turm. Ich kann meinen Turm entfernen sehen. Das ist keine große Sache. Aha. Hey, I can see my tower. How do I get back? If it's the one I think it is, there should be an old trail the Forest Service closed off a couple years back. Ach, da ist der. The reasons for closing it off had nothing to do with safety, right? Oh, it washed out and became a fucking death trap. So, you know, be careful. Ah, hier stand's. Ich habe ihn gesehen, den Turm. So, gehen wir durchs Thundertal, durchs Gewittertal. Laufen etwas zügiger. Oben, unten. Oh. Natürlich melden. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Da ist nun. Das kann ich nicht beantworten. Aber das ist gut gemacht worden, auf jeden Fall. So, hier ist jetzt die Versorgungstruhe. Gucken wir da nochmal rein. So. Der Code war ja so. 1, 2, 3, 4. Und zack. So, gucken wir mal. Hier ist ein Horn. Das können wir wieder reinpacken. Hier ist eine Taschenlampe. Die können wir auf jeden Fall brauchen. Ah, jetzt geht's. Taschenlampe. F ein und aus. Okay. Oh. So rum. Karte. Erstmal Informationen abschreiben. Karte aktualisiert. Und hier. Versorgungskiste schließen. Aber hier ist dann noch ein Bild. Kann ich das nicht irgendwie hier. Noch irgendwas drin? Nee. Kann wieder zumachen. Wo ist eine Höhle? Ah, jetzt so, zack. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So. Hello? Zur Höhle 452. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Okay.
Although Debbie says she lost him like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. That's too bad. That's good. Caving in Colorado with someone would be really nice to pick that möglich back sein. Up. Fond memories, huh? Big time. I'll keep an eye out for those keys. Don't hold your breath. Da ist das Gewitter. Und hier geht's nach oben. Da ist eine Person. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Hoppala. Henry, there's something I something someone should have told you about this area. Ah, ganz schön hoch. It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ja, stand der gerade. Oh, warte mal, hier stand hochklettern. Oh, zack, zack. Aber man muss gar nicht leider sie gedrückt halten. Okay. Da weiß ich das jetzt. Und ja, nochmal hochklettern. Und nochmal hochklettern. Habe ich jetzt gedacht, der stand hier. Leertaste Sprung nach unten? Nein. Guck mal, ich will ja mal was Schönes fotografieren. Zack. Und hier nochmal. Zack. Und zack. Oh. Aber da. Felsen hochklettern. Das sah ein bisschen bröckelig aus. Wegschild. Wegschild, komm. Damn it. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Thank you. Anytime. Ah, dieser Sarkasmus, ich liebe ihn einfach. So, jetzt aber schnell hier nach Hause. Was ist das ja? Ein Plumpsklo. So it's just the outhouse then in terms of going to the bathroom. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Ein Generator, ja? Generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Niemals benutzen. Okay. Was steht hier? Also. Eigentlich mag ich das Plumpsklo. Es ist immer noch eklig. Dann habe ich das Gefühl, gleich am Monat zu werden. The outhouse is gross today and it will be gross forever. Well, all the bacteria die during the winter, so anything you smell and don't like in there is your own brand. Just so you know. Okay. Well, then I'm a disgusting animal. Nur noch irgendwas, ein Holzaufsteller. Untersuchen. Lustiger Mann. Muss fotografiert werden. Hehe. Was? Forest Burns. Den können wir so hier oben drauflegen. Oder den nehmen wir hier und stellen hier irgendwie hier so an. Zack.
Nee. So. Nee. So. Nee, so. Ja. So, dass wir den so sehen. Ja, ja, ja. Ja, so kann er bleiben. So kann er bleiben, aber wir können ja mal. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Well, Royal's mom, Flo, was a bit of a trendsetter. Flo Butts? Oh man, that's even worse. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Oh, yeah. So, hier ist eine Lampe. Oh, was ist denn hier? Oh, ja. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No, how the hell... You should get inside. Fuck me. Oh, der ist schon weg. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Wo war mein Bücherregal? Ja, drüben. Erstmal wieder aufräumen hier. Ja, die Cutter haben sie ganz gelassen. Zack. Zack. Okay, I put in a call. Zack. Zack. Wie bitte? That was fast. Yeah, well. Do you have any idea who could have done this? Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. Ah, guck mal, den Henry sehen wir, aber die Julia, die können wir nicht so sehen. Thanks. Hey. Stell das mal gut hin hier. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Nutzen. Tag 2. Okay, meine lieben Freunde, das war's mit dieser Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.